Bin noch da. Ist wieder Maschinenraum, oder? Ah, jetzt ist scheinbar das Türchen offen da. Alter, was ist denn jetzt so hell hier? Ja, genau. Da gehe ich jetzt rein. Ihr habt ja wohl einen an der Klatsche. Ernsthaft? Da war da schon wieder so ein Vieh. Geht weg. Ah, leck mich. Ja, genau. Verarschen? Ach, hier unten. Ich bin jetzt schon wieder. Es gibt eine Welt neben der unseren, verborgen hinter einem schwarzen Nebelschleier, wo uralte Wesen weilen, unsterblich, unvergänglich. Sie bewegen sich unter uns, ungesehen, außer sie wollen es, außer sie wählen. Dich. Einen sterblichen Menschen, der ihre grausame Farce spielt. Ein nach Laune verwendetes Spielzeug, das sie wegwerfen, sobald es langweilig wird. Höre ihnen nicht zu, spiele nicht ihr Spiel. Der Preis ist viel zu hoch. Vorsicht mit deinem großartigen Talent, mit deinen großartigen Fähigkeiten. Vorsicht nun, da du ihre wahren Gesichter erblickt hast. Dich erwartet nichts als Wahnsinn und Tod. Manchmal werden Dinge zurückgelassen, grauenvolle Objekte mit rätselhaften Zwecken. Fürchte sie ebenfalls, denn sie sind eine Manifestation ihrer boshaften Gegenwart. Alter, wer schreibt denn sowas? Wer singt da jetzt? Nichts drin in den Schubladen. Wollt ihr mich verarschen? Hallo? Schon wieder zu. Tür verrammelt. Das heißt, ich muss hier raus. Ja. Hier muss ich lang. Freunde, hört doch auf mit dem Scheiß.
Looks like the rats got to it before us. Abgenagte Appelkrotzen. What was that? Shh, we're not alone here. Och nee, nicht schon wieder. Ich will nicht. Hand durch. Verarsche. Was denn? Na, willst du wohl. Ich musste einige Käfige verstärken. Irgendetwas hat die Tiere ziemlich verängstigt. Vielleicht spüren sie, dass das Gewitter bevorsteht. Ich muss die Schotten dicht machen. Das wird ein gewaltiges Gewitter. Irgendetwas hat sie verängstigt. Ja, aber nicht das Gewitter. Rammel, rammel. Bin ich denn hier jetzt? Da lag doch schon wieder. Oh, Freunde. Alles gut. Da saß doch eben gerade einer drin in dem Käfig hier. Oh Mann. Beal & Company Dresseure. Dienstleistung, Hundetraining und Zustellung, $225. Anmerkungen, Käfig und Inhalt an das Deck für Tiertransport geliefert. Minimale Fütterung wie gefordert, mit Vorsicht vorgehen. Okay, die haben hier Hunde aus irgendeinem Grund für irgendwas bestellt. Da kam ich hoch. Muss ich da hinten die Leiter hoch jetzt? Mach doch nicht mit mir immer so eine Scheiße hier. Wo willst denn du hin, Freund? Hau ab. Schon wieder so eine komische Puppenlampe. Was ist denn das? Habe ich jetzt da irgendwelche Türen geöffnet für irgendwelche Monster, die jetzt da... Ich bin so ein Honk. Alter! Du kleiner Pisser! Hallo Freunde! Wo kommt ihr denn her? Und wo wollt ihr hin? Und was wollt ihr von mir? Ich mach mal hier zu. Ich bin gar nicht da. Jetzt geht die Tür nicht mehr auf, oder was? Doch. Schock. Das wäre es jetzt gewesen. Spiel vorbei. Ein Glück.
Ja, stehen da hinten. Es wird schon wieder so komisch da. Da. Oh, fick dich doch. Wo kam denn der jetzt wieder her? Was soll ich denn hier machen? Look, there's something there. Oh, Alter. Hab ich es geschafft oder? So, ich stand einfach nur im Dunkeln. Was? Okay, hier kann ich nicht. Jetzt bin ich aber doch hier draußen wieder bei dem blöden Vieh, oder? Woanders jetzt? Nee, jetzt ist es weg. Weiter. Ach, hier ist ein Hebel. Okay, den habe ich eben nicht gesehen. Los. Hä? No, this isn't what I saw. You have to believe me. We're out on the edge of the world, Mr. Hardy. Nothing is as it seems. Wäre Flasche Schnaps, würde ich mal tippen. Keine Ahnung.
was will ich denn hier oben jetzt? Da ist eine Tür. Jetzt. Seite oben abgerissen. Mr. Hardy würde ohne seinen geschätzten Kapitän Baines nicht weit kommen. Der Kapitän ist die Hauptfigur der Geschichte. Einige nennen ihn wegen der Farbe seiner Segel den schwarzen Wanderer. Kapitän Baines ist stark und furchtlos und bekommt dann am Ende immer seinen Schatz. Mr. Hardy ist ein wenig neidisch auf den Kapitän, weil er auch gerne so stark wäre wie er. Wie von den zwei Kids geschrieben. Okay. Ich will nicht durch die Tür. So schon gruselig genug. Brauche ich nicht noch die komische Musik aus dem Radio. What? Alter. Echt. Ich hasse euch alle. Muss ich jetzt da durch oder was? Oh, da hinten das Bild ist ja cool. Schon wieder. What the heck? Gut oder böse? Kann ich oder kann ich nicht? Ich wurde gerade weggeschwemmt. Super. Ah, da liegt hier ein Sarg. Sarg hier, oder? Ich will da jetzt nicht vorbeigehen. Oh Mann. Von leitender Sicherheitsbeauftragter an alle Betroffenen. Ich wurde darüber informiert, dass Teile der Crew ihren Unmut über die neue Rationierungspolitik geäußert haben. Ich möchte Sie daran erinnern, dass diese als direkte Folge des Fehlverhaltens an Bord dieses Schiffes eingeführt wurde. Ich kann es gar nicht oft genug betonen, Diebstahl bleibt nicht unbestraft.
Alter, wie weit geht's denn hier nach unten? Was ist denn das? This one's empty too. We need to keep looking. Lily, I mean, Captain, there's something out there. In the dark. Hush now. Stay behind me. I won't let anything happen to you. Nicht schon wieder. Bitte, 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 bitte.